einmal im Leben einen Barracuda vom Ufer fangen. Das war einmal mein Traum, als ich nach Gran Canaria auswanderte. Ein Traum, der inzwischen zigfach in Erfüllung ging. In diesem Video gebe ich einige Infos, wie man diesen Traumfisch fangen kann. Mehr Tipps und Tricks findet ihr in meinem E-Book. Wie man an meinen Boxen sieht, war ich zu Anfang unschlüssig, welche Köder die fängigsten sind. Anfangserfolge erzielte ich mit Wobblern, doch bald erkannte ich das Potenzial von Stickbaits, die aufgrund fehlender Schaufel weiter fliegen und versatiler zu führen sind. Eieiei. Eieiei. Konventionell bullige Bauformen von Jerk und Stickbaits halte ich heute für weniger fängig, denn der Barracuda im Mittelmeer und Ostatlantik bevorzugt schlankere Beuteprofile. Schnell wurde mir auch klar, der Barracuda steht auf Schockfarben. Rot und Gelb scheinen ihn dabei besonders anzuziehen, auch nachts. Die in diesen Gewässern vorkommenden Arten sind der europäische bzw. Gelbmaul-Barracuda. Na, de fondo! Die Außenseiten von Hafenmolen und tiefe Felsabhänge sind bevorzugte Jagdreviere der Barracuda. Speziell am Atlantik sind es raue Spots und nicht für jedermann geeignet. Ah, próxima vez, con un salto. Aquí es mejor, ¿sí? Uy. Bei derart starker Grundsee muss die Landung exakt auf die hereinkommende Brandungswelle getimt werden. Diese Bilder stammen aus dem Jahre 2014 und zeigen einen der ersten Fänge mit einem Prototyp meines Needlesticks. Schon bald zeigte sich, dass meine Köderentwicklung der Barracuda-Killer ist. Barracuda. Ja, und was für einer, ein großer. Für mich damals völlig überraschend hatte ich diesen Monster-Barracuda an der Angel, der mitgebrachte Kescher natürlich viel zu klein. Zudem war ich mit der Handhabung solcher Großkaliber völlig überfordert, wie man sieht. Mit viel Glück und Kampfeinsatz konnte ich die Katastrophe allerdings noch abwenden. Ich fischte damals noch mit relativ dicken Schnüren und dieses 0,25er Geflecht wollte ich auf die Zerreißprobe stellen. Schnur gehalten, Finger allerdings eingeschnitten. Aber was macht das schon bei einem Brocken von 1,10 Meter? Dieser Needlestick-Prototyp war übrigens 25 cm lang und 2 cm dick. Große Köder, große Fische.
An diesem Spot gibt es heute saftige Strafen, sollte man es wagen, dort seine Angel auszuwerfen. Im Hintergrund sah man übrigens kurz den Hafenmeister, der gekommen war, um mich und meinen Guiding-Gast wegzuschicken. Ah, ich hab einen. Ich weiß es nicht. Gracias. Der Mann im weißen Hemd ist tatsächlich der Hafenmeister. Fasziniert von meinem Köder und der Technik ließ er uns gewähren. Ah, mira, probada. Oh, eso. Geil. Sind unterwegs. Komm. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Farbe hatte, aber ich habe auch so ein Kaliber gerade hinterher gehabt. Dieser Clip zeigt einen Barracuda-Fang quasi mit Ansage. Mein damaliger Guiding-Gast wird sich sicher noch daran erinnern. Also meines war gerade relativ nah da an der Oberfläche geschwommen, aber da sind andere Fische weggespritzt. Ah, ich habe einen. Drei Angelboote in der Hafeneinfahrt, vier Angler am Ufer. Mir war klar, wo der Fisch hängen bleibt. Bikur! Ich muss auch bloß Acht geben, dass er nicht hier sich in den Steinen festfährt. Das ist immer super gefährlich. Kannst du mein Gaff dran kommen? Warte mal, warte. So meine Güte. Weiterwerfen. Gracias. Bei einem Familienausflug zufällig die Angelausrüstung mit dabei. Wer kennt das nicht? So fischte ich nachmittags bei vollem Sonnenlicht an einem mir unbekannten Spot aus der zweiten Reihe, da alle interessante aussehenden Plätze bereits belegt waren. Zunächst glaubte ich, wäre an einer Felskante hängen geblieben, doch Fisch on auf den sinkenden Köder. Vielen Dank an meinen Guiding-Gast Timo für das Bildmaterial. Wie man sieht, hatte ich verschiedene Landungswerkzeuge inklusive Gaff zur Auswahl, doch den Barracuda wollte ich zurücksetzen. Mein Ziel an diesem Tag war eigentlich ein Bluefish. Da der Barracuda jedoch zum Herausheben zu groß war, versuchte ich es mit einem Kescher. Generell am Meer ein ziemlich ungeeignetes Landungswerkzeug. Ich hatte ihn für Wolfsbarsche mitgenommen. Naja, und dann kam es, wie es kommen musste. Der Barracuda passte nicht wirklich in den Kescher, aber die Drillinge verfingen sich im Netz. Gerade so hochziehen, oder? Vielleicht? Doch schließlich konnte ich mit Hängen und Würgen das Knäuel herausziehen und den Barracuda befreien. Ja, wunderschön. Den setze ich zurück. Ah! Und hopp! Tatsächlich fange ich zuweilen derart viele Exemplare dieses Schwarmfisches, sodass ich um das Zurücksetzen gar nicht herumkomme. Schauen die an. Ein 60er Barracuda. Schönes Bier. Die Kapitalen fange ich leider meist erst nach Sonnenuntergang im allerletzten Restlicht. Insofern schade, da zu wenig Licht für gute Kameraaufnahmen vorhanden ist.
Bei knapp 1,20 Meter liegt nun mein persönlicher Rekord. Dies wäre sogar ein ICFA-Weltrekord, wenn ich ihn denn anmelden würde. Raue Bedingungen lieben die großen Barracudas. Im aufgewühlten Meer ist die Sicht und die Motorik möglicher Beutefische stark eingeschränkt. Jedoch ergeben sich auch für den Uferangler schwierige und gefährliche Situationen. Beim Schneiden dieses Videos war ich selbst erstaunt, wie cool und abgebrüht ich solche Situationen meistere. Einige Zuschauer werden sich fragen, warum ich mir bei den Landungen so gut wie nie helfen lasse. Ganz einfach, aus schlechten Erfahrungen wird man klug. Vielen Mitanglern fehlt einfach die Erfahrung und die Nervenstärke. Bei einigen vermeintlichen Helfern musste ich Unfähigkeit oder sogar Unwilligkeit feststellen. Nee, Lupina! Oder? Nee, ein kleiner Barracuda. In diesem Fall hatte ich meinem vermeintlich jungen und fitten Guiding-Gast den Kescher überlassen. Ganz offensichtlich brauchte ich wohl an dieser schwierigen Stelle ein Landungsgerät. Doch mein Kollege stand nur da und steckte sich erstmal eine Kippe an. Kannst du mir den Kescher geben? Ich muss den rausholen, der ist im Auge gehakt. Erst nach weiteren Bitten bequemte sich der Herr. Kommst du nicht darüber? Schaffst du nicht? Doch die Aufgabe war für diesen Raubfischer wohl zu groß. So musste ich mir wieder selbst helfen. Der ist im Auge gehakt, deswegen muss ich ihn unbedingt rausnehmen. Komm, der Nächste, mach. Endlich! Was haben wir denn da Schönes? Die einfachste Landungsart ist das Stranden, sofern Wind und Wellen mitspielen. An diesen Fang im Sturm kann ich mich gut erinnern, da ich mich kaum auf den Beinen halten konnte. Der muss raus. Solche überspülten Felsplateaus sind ideal für eine Handlandung. Doch Vorsicht, um hier gefahrlos agieren zu können, benötigt man Wartschuhe. Dies sind spezielle Schuhe mit einer Filzsohle. Alles andere, auch wenn die Werbung es anders verspricht, hält auf solchen Untergründen nicht. An diesen Fang erinnere ich mich noch sehr gut, da ich dem Einheimischen, der im Hintergrund sitzt, noch vor dem Wurf von meinem Eigenbauköder vorgeschwärmt hatte. Bei solchen Landungen immer mit der Brandung bzw. dem Atem des Meeres gehen. Vorführeffekt mal anders. Ja, da staunt der Kanario und muss sogar klatschen. Dieser Barracuda ging ausnahmsweise auf einen extrem eigenschweren Mini-Wobbler mit durchgehender Stahlplatte, den ich eigentlich für Wolfsbarsche und Hornächte gedacht hatte.
Und wieder ein schöner Meter. Der kommt mit nach Hause. Kann man Barracudas eigentlich essen? Eine der häufigsten Fragen meiner Guiding-Gäste. Diese Frage muss man differenziert beantworten. Einige tropische Barracuda-Arten enthalten tatsächlich Giftstoffe, die sie mit der Nahrung aufgenommen haben. Der europäische Barracuda ist jedoch absolut genießbar und empfehlenswert. Sehr lecker. Diese Katzen würden dafür sogar töten, wie man sieht. Guten Appetit. Vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.